Ja, hallo, jetzt wieder Kello. Ich heiße euch willkommen zurück zu Satisfactory. Und wie ihr seht, haben wir hier jetzt 500 Einheiten Kalkstein. Und damit machen wir uns mal zurück auf den Weg in Richtung unserer Heimatbasis. Sammeln auch noch hier ein paar weitere Kräuter ein. Das habe ich auch gerade schon gemacht. Ich habe übrigens gerade beim Abbauen festgestellt, dass das händische Abbauen schneller geht. Also man ist schneller als ein Miner. In der Zeit, wo ich 100 Einheiten gesammelt habe, war der Miner bei, ja, ich glaube 75, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Trotzdem ist natürlich es viel effizienter, das Ganze zu automatisieren. Aber einfach nur, dass ihr das mal gehört habt. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ja. So, jetzt wollen wir doch dann mal. Ne, erstmal möchte ich noch mal hier schnell durchschauen. Also Wände, Produktion. Ja, es gibt nichts, womit man automatisch aus dem Kalkstein Beton machen könnte. Vielleicht kommt das noch. Also machen wir das wieder manuell. Okay. Ist ganz schön viel. Ja, vielleicht lassen wir es bei denen, die wir jetzt haben, und schauen uns doch mal eben an, was das nächste ist, was wir hier freischalten können. Ah, ein automatischer Miner. Okay, und ein Lagercontainer. Oh, sehr cool. Das ist genau das, was wir brauchen. Um das freizuschalten, brauchen wir noch 20 Kabel. Okay. Hier können wir so schon mal 16 herstellen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir da hinten noch welche rausholen können. Haben wir hier noch Kupfererz? Ne, haben wir nicht. Kann ich so sehen. Aber 493 mal Draht. Ne, 498. Aber das Inventar war voll. Okay. So, wie schaut's hier aus? 100 mal Eisenstange. Dann können wir die Eisenbarren hier reinpacken. Ja. So, Kabel. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ausreichend. Gut, dann können wir gleich das nächste hier freischalten. Stopp, da fehlt uns noch einer, oder wie? Ja, da fehlt uns noch einer. Ich hoffe, die sind jetzt nicht verloren. Da haben wir sie nicht. So. Ne, sind sie nicht, Gott sei Dank. Okay, dann 75 Eisenstangen, 20 mal Beton. Das machen wir so, damit wir den einen angebrochenen Stack weg haben. 20 mal Kabel und freischalten. Congratulations, you have unlocked hub feature, additional biomass generator. New buildings, which can be found in the build menu. Ninth objective, hub upgrade, molecular analysis. Note, to ensure full mastery of skills and equipment, I have been asked to not interfere with this last objective. Okay. Good luck. Errichte Miniaturen, um die Ressourcengewinnung vollständig zu automatisieren. Add buildings to your to-do list via the build menu. The power network can be overloaded. Manage it well. Ah, okay. Hm.
dann wollen wir jetzt erstmal. Den konfigurieren. Ach, ich wollte eigentlich ganz was anderes erstmal machen. Weiß nämlich gar nicht, ob wir. Shit. Also, was ich bauen möchte oder wollte, sind Fundamente. So, und jetzt. Mauszeiger plus 0. Und Mauszeiger plus 9, dann bindet man die daran sehr schön. So, was ich nämlich jetzt bauen wollte, sind hier Fundamente. Was mache ich denn hier? So, also nochmal. So kann ich hier nicht normal laufen. Ich bin überfordert. Also, haben wir hier ein einfaches Fundament. Platzieren. Dann können wir die weiteren hier einfach. Shit. Das war nicht so, wie es sollte. So. So, und jetzt würde ich gerne unseren Hub dort drauf bauen. Aber ich weiß nicht, ob wir das umbauen können. Vielleicht machen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen, indem wir da Beton alles abbauen. So, sehr schön. Dann könnten wir. Aber davon haben wir eigentlich nichts. Wir machen es trotzdem. So, aus dem Holz. Ja, aus den Blättern machen wir nochmal Biomasse. Hier, was wir so an Kleinzeug haben, mal weg. Das können wir ja eigentlich wieder aufsammeln, ne? Hoffe ich. Mit Shift-Links-Klick können wir die Sachen. Ich hätte auch alles nehmen können, ja gut. So, und wenn wir das Ding jetzt hier. Ich mach das einfach mal. In der Hoffnung, dass ich das Teil jetzt. So wie es war, wieder aufbauen kann. Erstmal müssen wir es. Drehen. Es ist schwieriger als es aussieht. Nee, eigentlich ist es
Mein Gott. Alter, hatte ich gerade wieder die... Ich hoffe, dass das die Stelle in etwa war. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön, das hat ja hervorragend funktioniert. Jetzt haben wir das Ganze auf dem Fundament schön stehen. Genauso wie ich es haben wollte. Jetzt brauchen wir noch Strom wieder von dort. Dort ran und von dort. Dort ran, dass wir die beide im Grunde nutzen können. Und dann würde ich doch auch mal da noch einen so. Okay, und jetzt sehr schön. Dann kommen wir hier noch perfekt hoch. Können hier das... Ach nee, das können wir noch nicht einsammeln. So, jetzt füllen wir diesen hier mit 200 Biomasse. Und für diesen haben wir tatsächlich auch noch ein bisschen. So, Biomasse, Blätter. Was können wir da mit den Blütenblättern machen? Wird für die Fertigung verwendet, bunte Blumenblätter aus der Gegend. Ja, keine Ahnung. Okay, dann haben wir das schon mal alles jetzt fertig. Dann schauen wir uns hier nochmal an. Produktion. Werkbank Miner MK1. Dafür braucht es einen Portable Miner. Den haben wir, beziehungsweise den können wir ja hier vorne erstmal das aufnehmen. Grab all und dann können wir den dann... Achso, den können wir wahrscheinlich auch wieder hier mit... Nö. Doch, demontieren. Es nicht. Okay, scheinbar können wir den nicht sich demontieren. Ach doch, da, klar. Inventarplatz. Ja, da musst du auch erstmal drauf kommen. Was ist das? Achso, das sind die Ressourcen wahrscheinlich. Haben wir den jetzt im Inventar? Ja, haben wir. Okay, dann meiner MK1. Oh, der ist aber groß. Vermutlich müssen wir das da erstmal alles wegnehmen noch. Dann packen wir doch mal einfach ein paar Sachen hier weg. So.
So, und jetzt nochmal meine MK1. Nicht genügend Freiraum. Warum denn nicht? Versuchen wir es mal hier. Stehe ich da vielleicht noch zu nah dran? Das ist Stromkabel das Problem? Nee, das kann ja auch nicht. Du kannst einen Ressourcenextrakt doch nicht auf einem Ressourcenvorkommen platzieren. Er benötigt einen Ressourcenknoten. Ach so. Ah. Ah. Und woran erkenne ich das? Woran sehe ich denn jetzt einen Unterschied? Versuchen wir das mal hier. Das ist das gleiche Problem. Wie schaut es dort aus? Problem. Da oben habe ich gerade was entdeckt. Das können wir uns mal eben schnappen. Vorne ist was. Vielleicht ist das was, was wir suchen. Nö. Was auch immer das ist, ist auch nicht das Richtige. Ernüchterung macht sich mal wieder breit. Okay. Errichte Miniaturen, um die Ressourcengewinnung vollständig zu automatisieren. Ja, leichter gesagt als getan. Ich würde das nochmal eben bei dem Kupfer probieren. Boah, ich hätte es ja eigentlich schon ganz gerne mit Eisen. Gucken einfach mal, ob es da gehen würde. Nö. Gleiche Problem. Ich vermute fast, dass irgendwas anderes das Problem ist, aber...
ganz schlüssig bin ich mir da nicht. Ich hätte vielleicht das Kupfer mitnehmen können, wenn wir eh schon gerade da sind. Extrahiert feste Ressourcen aus dem Ressourcenknoten, auf dem der Aufbau erfolgt ist. Die normale Extraktionsrate beträgt 60 Ressourcen pro Minute. Die Extraktionsrate ändert sich je nach Reinheit des Ressourcenknotens. Alle extrahierten Ressourcen werden über verbundene Förderbänder abtransportiert. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Nicht genügend Freiraum. Nee, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, in Zukunft machen wir die Folgen ein wenig kürzer. Jetzt muss ich hier nochmal eben schauen. Da haben wir noch Kupferbarren, die können wir hier reinpacken. Um etwas... Oh ne, Quatsch, nicht da, sondern... Hier, das sind ja schon fertige Barren. Eisenstangen raus, stellen das auf Eisenplatten und die verbleibenden Eisenbarren kommen dort rein. Eisenerz hier. Was haben wir hier noch? Das ist auch Eisenerz, okay. Das auch mit Schiff, ja, es geht auch mit Shift Linksklick, sehr schön. Blätter, das ist das Holz, das behalten wir, da wollen wir gleich Biomasse raus machen. Das kann rüber. Das war's auch schon. Habe ich denn irgendwas übersehen? Ne, wir haben alle Sachen, die wir brauchen. Gut, was gibt's denn hier noch? Wir haben Energie, ist nichts Neues dabei. Stromleitung, Fundamente haben wir auch alles schon. Wände, Organisationen, Lagercontainer. Dafür brauchen wir noch 8 weitere Eisenplatten. Die werden gerade hergestellt. Lässt es keine Ruhe, aber wir machen jetzt trotzdem hier Ende für diese Folge. Ich werde versuchen, das bis zur nächsten rauszufinden und ja, ich hoffe, es hat euch trotz dieses kleinen Missgeschick, kann man es ja gar nicht nennen, aber dass es euch das Video trotzdem gefallen hat und ich würde mich ja, über ein bisschen Feedback freuen und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis bald.